bis her bei Resident Evil Revelation. Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war... Mist, das ist eine Falle. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen fest. Jill! Wer zur Hölle bist du? Resident Evil Revelations. Episode 3, Welt aus Geistern. Vor einem Jahr, Terry. Und was? Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. Deine Bemühungen sind lobenswert. Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Jessica, Parker, kommen. Die Anlage wurde infiltriert. Wir brechen ab. Bereitet euch auf die Heimreise vor. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist der Befehl. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Na gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt. Okay, komm mal raus. Glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen. Ach, Scheiße, was war denn das gerade? Keine Munition mehr. Eine andere Waffe habe ich, glaube ich, nicht mehr.
gut. Jetzt müssen wir nur noch zum Helikopter. Der Aufzug sollte noch funktionieren. Hier lang. Ein Aufzug, der funktioniert. Wir sind hier. Das war schon den Weg zur Brücke. Ulkig. Komplett ulkig. Auf zu den Resident Evil. Sie können auch noch klettern? Na toll. Ach, scheiße. Oha. Bisschen länger. Auf hier. Ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Ich bestelle mir Hummer. Was zum... Schon kaputt? Das ist nicht gut. Und das war der letzte funktionierende Aufzug. Ha, ja. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Das war der letzte funktionierende Aufzug. So muss das. Shit. Menschen. Wieso zum Hinkern haben wir hier extra Menschen? Ah, mit einer Kugel. Messern rein, halt. Munition sparen. M3. Ich renne mal einfach weg. Jo. Und was hältst du von diesem O'Brien? Der BSAA-Direktor? Nicht mein Typ. So war das nicht gemeint. Ich glaube, er ist im Recht. Er muss General Morgan Paroli bieten. Das sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gerne auf der richtigen Seite. Wieso trifft das nicht? Ah, shit. Hier. Nach oben. Der Aufzug ist im sechsten Stock. Schnell!
schnell weiter. Sieht nach dem sechsten Stück aus. Munition mal so gut sein. Ich hätte schon ein bisschen mehr aus. Oha, nachladen. Das sieht nach Kampfarena aus. Sie müssen doch vielleicht kämpfen. Ach, komm schon! Sie sind gleich da! Ich glaube, sie kommen deinetwegen. Sie finden dich süß. Tut mir leid, ich schreie dich, Monster. Ah, verdammt, warum stehen die noch? Immer da. Alter, Berlin. Für die große Wunde, aber das heißt nichts. Und hier ist Munition. Ah, scheiß Fahrstuhl. Ich kann nicht überlegen, nicht mehr lange. Scheißdreck. Zu kurz vom Ziel. Zu kurz vom Ziel. Schließen.
Oh nein. Oh nein. Munition verschwendet. Heilung verschwendet. Oh Gott. Nee, jetzt nochmal die ganze. Oh. Den ganzen Kampf nochmal. Ich flipp aus. Sie sind gleich da. Heilige Scheiße. Kurz vor knapp. Ich glaube, sie kommen deinetwegen. Sie finden dich süß. Ein bisschen Munition sparen. Das sind Speere bei der Menge und bei den. Ich stehe mich noch scheiße an als vorher. Mann, leck mich doch. Falsche Waffe, falsche Waffe. Ich habe nicht mehr genug Munition, um das durchzuhalten. Was ist dieses Level, Mann? Richtiges Nachladen. Okay. Keine Heilung mehr. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Wir dürfen das gleich nochmal machen. Oh, was ist dieses Level? Wie das Spiel gerade rollen? Gehen Sie sparsam mit der Munition. Ach, Dreck! Jetzt hier die Heilung schon ausgebe. Ist klar, dass ich die meine nicht habe. Dann leck mich am Arsch. Das ist der schlimmste Ort, wo ich stehen könnte. Und kein Munition. Oh. Nachladen. Nein. Oh, scheiße.
durch dort. Jessica, jetzt komm mal mit hier. Du musst jetzt alle töten, oder wie sieht das aus? Jessica, worauf wartest du noch? Ich hab keine Heal mehr. Jetzt. Puh, ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass morgen die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja, von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich. Tja, vergiss nicht das Hummeressen, das du mir schuldest. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Wir sind immer noch nicht oben. Los. Okay, die Dame zuerst. Eine Kettenreaktion. Sieh, da unten. Die Stadt ist so hell. Ist ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht. Präzision 73, zwei Tode. 1950.